Leben in die Bude, ihr bringt das praktisch auf den Punkt. Hier an der Ecke ist nicht sehr häufig was los. Vielleicht könnt ihr einfach öfters kommen oder euch beteiligen. Auch hier so ein spontanes Lied. Wir haben hier in Netzer eine ziemliche aktive Subkultur, die sich ja auch hier präsentiert. Aber dass jemand spontan ein Lied anstimmt und so, das haben wir selten. Oder so ein Chorleiter. Respekt. Ja, wir sind in der Bahn noch kein Chorleiter. Okay. Die hören wir alle auf mich. Das ist so. Aber das macht er gut, seit über 20 Jahren. Hier in der Ecke ist dieser Bewährungsplatz, der hat nach dem Sicht vieler kritischer Bürger in Wetzlar eigentlich nicht mehr so die Aufenthaltsqualität, heißt ja das Fremdwort. Durch diesen wahnsinnigen Verkehr, was schätzt ihr, wie viele Autos hier sich durchschleichen am Tag? 40.000. 40.000, hier ist ein Streber, genau. Das sind 40.000, früher gab es mal einen Kreisel. Hier, das war auch Durchgangsstraße. Die Bahnhofstraße ist in der Krise, wie viele Einzelhandelsstandorte, aber hier besonders. Wenn ihr hier durchgeht, durchfahrt, werdet ihr merken, dass rechts und links viel Leerstand ist. In einer Hinsicht haben wir vielleicht viel mehr Leerstand als bei euch in der Heimatstadt. Da vorne ist ein komplettes Kaufhaus, es nannte sich KW, Karstadt, Wetzlar, Anschlusshaus und es steht schon seit über 10 Jahren leer. Es gehört der Metro und angeblich gibt es keinen Verwendungszweck. Wir haben einen Verwendungszweck, darauf kommen wir später noch. Warum ödet das hier so aus? Weil keine Anpassungen stattgefunden haben. Eigentlich gibt es in Wetzlar, wie auch in anderen Städten, meines Erachtens, schon zu viele Geschäfte und es wäre hier ja angesagt, zurückzubauen bzw. mehr Wohnungen zu generieren, also in Ladengeschäften und in den ersten Stockwerken wieder bezahlbaren Wohnraum herzurichten oder einiges zurückzubauen. Denn der eigentliche Schatz der Stadt ist hinter dieser Häuserzeile, dass die Lahn, sie ist aber total verbaut. Ein Park, ein Brunnen, alles wäre denkbar, so wie es in anderen Städten, zum Teil auch in Holland, schon vorbildlich gemacht wird. Geprügelt ist die Bahnhofstraße halt dadurch, dass seit 5 Jahren ein Shoppingcenter hier errichtet worden ist. Das Shoppingcenter ist von der Otto-Gruppe, der ECE, abgekürzt, gebaut worden. Es sind 110 Geschäfte und es ist eigentlich überdimensioniert. Aber dieser Otto-Konzern hat ja ganz Europa mit solchen Shoppingcentern gepflastert, von Flensburg bis Prag gibt's die. Und die bringen eine gewisse Belebung in dem Center, aber drumherum stirbt vieles ab. Es gab Warner, aber das wurde halt durchgezogen. Und hier in der Umgebung, die benachbarten Straßen haben halt schwer zu kämpfen. Die Folge sind auch, dass schnell 1-Euro-Shops oder ständig wechselnde Anbieter da sind und so eine Entwicklung nach unten stattfindet. Viele Wetzlarer Bürger haben das kritisiert und so wie wir hier stehen, war vor einigen Jahren, 2 Jahren, waren auch mehrere Demonstrationen gegen diese schlechte innerstädtische Entwicklung da. Im Moment würde ich sagen, steht es so ein bisschen auf der Kippe, wo es mit Wetzlar hingeht. Inzwischen haben einige Investoren erkannt, hier an der Lahn kann man wieder Wohnraum anbieten, aber ziemlich teuer, Eigentumswohnungen. Und zwar werden halt mehrere Projekte im Moment gebaut. Einmal hinter diesem Gebäude werden zwei Eigentumswohnungsanlage gebaut, zwei Häuser und eine Altenwohnanlage. Hier hinter diesem Sparkassencenter wird das Kreishaus erneuert und ergänzt und in der Langgasse, so Richtung Altstadt, wird auch ein Riesengebäude entstehen, Eigentumswohnungen, Wohnen an der Lahn. Das ist eigentlich nicht so im Sinne der Leute, die hier Wetzlar kritisieren, sondern es müsste halt mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung sein. Dieses Shoppingcenter gehört zu der Gruppe ECE, das ist ganz wichtig, und dahinter steckt der Otto-Versand oder die ganze Otto-Gruppe. Die sind auch in Stuttgart 21 engagiert. Die sind auch in Stuttgart 21 engagiert, beziehungsweise wollten die da die PD-Stücke, ob das so weit kommt, weiß ich nicht. Die Otto-Gruppe unterscheidet sich von anderen Shoppingcentern, gucken, dass sie ungeheuer dominant ist. Es ist ungeheuer kapitalstark und macht die anderen platt. Also sie hat wirklich über Leipzig, sie hat
über 60, 70 Standorte. Guckt mal im Internet und die gehen auch nicht so schnell kaputt. Hier steht auch, ab und zu gehen auch Geschäfte innerhalb des Shopping Centers ein, aber innerhalb von 2-3 Monaten sind schon wieder neue da. Interessant an dem Shopping Center ist natürlich, dass alle Versprechungen, die gemacht worden sind, nicht eingehalten worden sind. Es ist versprochen worden, dass lokale Betriebe, Geschäfte da auch entstehen würden. Die sind in der Mehrzahl alle nicht geblieben, die Mieten sind einfach zu teuer. Dieses Shopping Center mit den 110 Geschäften ist im Grunde auch das größte Platz von Minijobbern von Mittelhessen. Es sind fast, nach meiner Schätzung, da wette ich gern, 80% Frauen, die mit Minijobs dort die Läden bevölkern. Am Tag kommen 20.000 Leute in das Shopping Center. Nicht alle gehen kaufen, sondern flanieren, essen und so weiter. Das hat ja auch wirklich zugegebenermaßen Vorteile. Man ist trockenen Fußes etc. Aber alle Erwartungen sind wohl auch nicht eingetroffen. Die haben innerhalb ihrer Shopping Center so eine Hitparade und da ist letzter doch nicht so blickend. Aber klar, mit den 20.000 Leuten kommt Kaufkraft, kommen aber auch viele Fahrzeuge nach Wetzlar. Und das ist auch ein Riesenproblem. Der Lärm und die 2-3 Straßen, die wie Wassergräben sind, wo sich keiner aufhalten will, sondern möglichst schnell als Fußgänger oder als Autofahrer durchrauschen will. Gejammert wird darüber viel, aber eine entscheidende neue Verkehrsplanung findet nicht statt. Außer einer, die nennt sich Westtangente, da soll also im großen Stil eine Umfahrung gemacht werden. Aber das werden wir alle hier nicht mehr erleben, weil die Investitionen enorm sind. Nächste Frage. Was von Bürgerbeteiligung. Solche Art Maßnahmen stehen ja immer im Spannungsverhältnis, dass wir einerseits billig kaufen wollen, viele von uns billig kaufen wollen. Das geht in solchen größeren, immer größer werdenden Shoppingcentern ganz gut. Andererseits führt das dazu, dass da kleinere Geschäfte, die man vielleicht irgendwie ganz schnuckelig und schön findet, nostalgisch vielleicht findet, meistens nicht mehr so richtig gut. Das steht aus meiner Sicht dann auch in so einem Spannungsverhältnis dazu, wie man Bürger daran beteiligt, an so einer Planung, in der richtigen, aus meiner Sicht gut verstandenen Richtung beteiligt. Was macht ihr da? Wie versucht ihr Bürger zu gewinnen? Auch auf diesem Hintergrund, dass es eben auch darum geht, nicht mehr nur billig zu kaufen, sondern Lebensqualität zu erhalten, Verkehr zu vermeiden, vielleicht abzuspecken auf dem Sektor des eigenen Konsums und ähnlichen Geschichten. In diesem Feld lebt das Ganze ja. Das ist gut skizziert, weil ja in jedem von uns ein Widerspruch steckt. Ich will es mal so formulieren, nachdem viele Wetzlarer Bürger praktisch diese Fehlentwicklung ertragen haben, gab es vor 3 Jahren doch einen weit verbreiteten Unmut, auch in der gutbürgerlichen Mittelschicht. Und die haben sich engagiert und rausgekommen ist dann, sagen wir mal, zählbar, dass nach mehreren gut besuchten Veranstaltungen, Bürgerversammlungen und Workshops ein innerstädtisches Entwicklungskonzept zustande gekommen ist. Ein sogenannter Masterplan oder innerstädtisches Entwicklungskonzept, abgekürzt ISEC. Dieses Konzept, da wurde immerhin, sagen wir mal, ein Paradiesvogel aus Holland eingekauft, beauftragt, der in Holland vorbildliche Städteplanung gemacht hat. Und zwar konkret in der Stadt Maastricht. Dieser ISEC-Plan ist also unter Bürgerbeteiligung diskutiert und verabschiedet worden und auch von der Stadtparlament mehrheitlich oder sogar einstimmig angenommen worden. Das empfanden die Bürgerinitiativen oder die engagierten Mitbürger ziemlich einen Fortschritt. Das ist aber jetzt ein halbes Jahr her und man muss genau aufpassen, dass wirklich alle hehren Ziele, das ist praktisch so ein hehre Ziele formuliert und umgesetzt, dass diese hehren städtischen Ziele auch wirklich erfüllt werden und das Buch nicht wie ein Märchenbuch im Regal verschwindet. Im Moment ist es wirklich, und das ist meine private Ansicht, eine sehr schwierige Phase. Es kommen sehr viele Investoren jetzt doch auch in das innerstädtische Gebiet. Sie wollen Altenheime vor allen Dingen bauen und Eigentumswohnungen.
und sie haben Kapital. Und wie hat das mal jemand formuliert, wenn die in das Rathaus kommen, dann ist das wie ein Elefant. Die können also ihr gegenüber die städtischen Planer, selbst den Bürgermeister schwer beeindrucken, weil sie alles wie gelackt die Pläne fertig haben und im Grunde auf jede Frage eine Antwort. Und die Bürgerbeteiligung ist ein bisschen in leichtes Koma gefallen, nachdem der Hessentag vorbei war. Und naja, aus anderen Gründen, weil eine Reihe von Personen auch auf anderen Gebieten engagiert ist. Der Widerspruch, den du angeführt hast, ist klar. Jeder will leben, zum Beispiel in unserer Altstadt. Die schönsten Teil Wetzlar ist verpasst hier. Wir sind ungefähr 1,5 Kilometer von hier, die Altstadt. Jeder findet die Altstadt gut, will dort flanieren, aber im Grunde nicht kaufen. Die Altstadt-Geschäftsleute haben es sehr schwer. Also wir wollen das, jeder mag das, das Flair, jeder mag die Museen in Wetzlar, den Dom, aber dann geht er auch zu Aldi oder Lidl. Offen. Das höchste der Gefühle ist, dass vielleicht die Leute verstärkt auf den Markt gehen. Wir haben noch einen kleinen Markt auf dem Domplatz und auch hier in der Bahnhofstraße, der Markt wird sehr angenommen. Aber es ist auch Frage des Geldbeutels. Wetzlar ist eine Struktur, anders als zum Beispiel die Gießen. Die Leute haben doch der Mehrzahl nicht so ein großes Einkommen wie in den Universitätsstädten. Also müssen wir auf den Cent gucken. Und das ist halt mitunter schwierig. Andere Leute, das ist ja auch schon ein Wert an sich, die engagieren sich für eine lebhafte, schöne Stadt. Und gründen, was weiß ich, einen Musikclub etc. Wetzlar hat nach meiner Rundschau von 30 Jahren eine ungeheure Museumslandschaft und Kulturlandschaft bekommen und eine Musiklandschaft. Design ist gleich und so. Insgesamt sei die Stadt am Blühen und im Aufbruch, trotz aller negativen Sachen.